Aufnahme starten. So, liebe Leute, heute bauen wir ein Greenscreen auf. Was brauchen wir für ein Greenscreen? Wir brauchen hier so eine richtig knallgrüne, das muss nur angeglichen werden. Also das soll jetzt grün sein, ne? Das ist wie bei Lemmy und die Schmögo. So, also wenn ich das so mache und vor die Kamera halte, ja, so ungefähr, aber nachher bei den Einstellungen, ne? So, gucken wir mal. Ah, das wird schon schwarz. Jetzt muss ich mal gucken, obwohl wir wollten das ja so haben. Das ist noch kein Abgleich. Da oben haben wir es noch ein bisschen. Aber da muss ja noch der Abgleich rein. Scheiße, jetzt kann man da unten die Naht sehen. Das ist ja doof. Was. So. Natürlich noch ein bisschen grisselig, ne? Ja. Ja, das ist eine Feinarbeit. Das müssen wir mal irgendwie so machen, ne? Ja, das Ganze kann noch ein bisschen runter. Ne, hoch, wie so ein Hoch. Ja, weil da unten der Fitzel zu sehen ist. Da, der Fitzel, da, das ist, geht nicht. Auf jeden Fall, das ist doch. Ja, und ich brauche mehr Licht, weil pass auf, denn dann... Das muss ja gut ausgeleuchtet sein. Also machen wir folgendes. Dann werden wir. Hilfe das! Ich werde das jetzt nochmal. Ah ja, richtig. Wenn das hier gut ausgeleuchtet ist. Oh, cool. Guck dir das an. Siehst du, dann kannst du sehen. Jetzt machen wir es richtig hell. So. Wo ist denn hier von die Kapp? Ich habe nämlich noch eine Kapp hier. Das ist ein Diffusor. Das ist so ein Diffusor. So, der Diffusor ist hier. Genau, richtig. So. Und da wir für alle Batteriengrößen Akkus haben, ist mir das egal, können wir nämlich diesen Diffusor hier, diesen hier, genau richtig, der ist nämlich richtig gut diffus, ne? Und dann sieht man auch, dass, oder kommt mir das nur so vor, genau, wenn die Vordergrundperson gut ausgeleuchtet ist, richtig, ja, das ist gut, das ist klasse. So, wenn ich wieder zumache, wird es wieder grisselig. Ja. Ja, dann versuchen wir mal unseren ersten Stream nachher. Tschüss.